Pardon, aber wo man hintritt, Deutschland einig Vaterland. Das erkennen Sie schon am schwarzen Filz. Die Kollegen schauen so entsetzt. Gemessen am Marxismus, Leninismus bin ich immer noch ganz nahe am Text. Man muss sich sein Publikum schön trinken. Ja, schauen Sie sich doch an. Professionell ist das natürlich nicht einwandfrei, aber von der Lebensqualität her. Also gut, Opening, zweiter Versuch. Am Beginn ist der Beginn. In zwei Stunden ist dann Schluss. Auch wenn ich nicht nüchtern bin, mein Vertrag besagt, ich muss. Der Text ist irgendwie gelernt. Ich kann ihn nur nicht mehr hören, bin total davon entfernt, ich würde ihn gar zu gern zerstören. Abweichen, vom Text einmal abweichen, am besten gleich ganz streichen, ich hab schon ihr Geld. Absagen, am schönsten wäre absagen. Eingangstor anschlagen, der Abend entfällt. Wir stehen bis zum Hals in Zeitgeschichte, die Flut der Neuigkeiten steigt und steigt. Man sieht den ganzen Tag TV-Berichte und denkt, es wäre am klügsten, wenn man schweigt. Fest steht, zur Zeit möchte sich alles wieder vereinen. Deutschland mit Deutschland, weniger nach dem Grundgesetz, mehr nach dem Standrecht. Die USA mit dem Weltall, da kann das Ozonloch ruhig noch ein wenig größer sein, kommen die Raketen umso leichter durch. Die Sowjetunion mit Litauen, der Stalinismus ist zwar tot, aber Moskau muss bestimmen können, für wen. Österreich mit der Europäischen Gemeinschaft, denn das hat die Zweite Republik mit der Ersten Republik gemeinsam. Ganz ohne Anschluss geht die Chose nicht. So also übersteigt die Weltgeschichte mein Fassungsvermögen. Das kann mir mit Alkohol nie passieren. Daher plädiere ich für eine globale Zuschüttung mit 80% sozusagen für eine Absinthflut. Jetzt können Sie natürlich sagen, der Kerl ist ja besoffen. Da hätten Sie gar nicht so unrecht. Ich trinke ganz gern wieder etwas mehr Wein, seitdem sich die chemische Industrie wieder mehr in der Waffenproduktion engagiert. Ansaufen. Am schönsten wäre ansaufen. Und ganz weit davon laufen. Ich habe genug. Und umfallen. Am Schluss einfach umfallen. Und irgendwo hinknallen. Gestatten einen Schluck. Zurzeit kommen ununterbrochen Journalisten auf einen zu und sagen, das sind aber jetzt gute Zeiten fürs Kabarett. Wieso sagen die das? Weil sie sich auch nicht auskennen? Beste Zeit für den Kabarettisten war das Paradies. Da hat er in Ruhe hingehen können und sagen, Freunde, die Sache mit dem Apfel wird bös enden. So wie die mit dem realen Sozialismus. Der Sozialismus, der ist real geworden. So wirklich war er wirklich nie geplant. Das Ende ist katastrophal geworden. Gescheiten Leuten hatte das geschwant. Doch derzeit kommen die Abkassierer und kalkulieren die Pleite als Gewinn. Als Retter geben sich die Exportierer und träumen nur von neuen Kolonien. Es brachte das Ergebnis, im Match der kalten Krieger, die richtigen Verlierer, aber die falschen Sieger. Ging was in die Hosen, die Brüder haben verloren. Doch seh ich hier die Sieger posen, da bleibt mir nur mehr Korn. Da kam was nicht zum Leben, da krempelt sich was um. Doch wenn jetzt wir das Beispiel geben, da bleibt mir nur mehr rum. Da ging was in die Binsen, nur grinse ich nicht mit. Wenn jetzt die falschen Sieger grinsen, da bleibt mir nur mehr Sprit. Der Sozialismus, der ist real geworden und hat sich schließlich selber liquidiert.
Die Praxis war total letal geworden. Jetzt fragt man sich, was nun, was kommt, was wird. Hör ich die Stimmen der Ostexperten, dann wird mir magenbittermäßig mies. So sehr die drüben sich auch zerstörten, wir sind auf andere Art kein Paradies. Es läuft die Weltgeschichte, nicht nur bis hier und heute. Wir kommen an die Reihe mit der nächstgrößten Pleite. Da ging was in die Hosen, die Brüder haben verloren. Und sich hier die Sieger posen, da bleibt mir nur mehr Korn. Da kam was nicht zum Leben, da krempelt sich was um. Doch wenn jetzt wir das Beispiel geben, da bleibt mir nur mehr rum. Da ging was in die Binsen, nur grinse ich nicht mit. Wenn jetzt die falschen Sieger grinsen, da bleibt mir nur mehr Sprit. Es blustern sich Gestalten wie Thatcher, Bush und Kohl. Wenn die auf Erden Recht behalten, dann sag ich nur zum Wohl. Ich habe die Namen von Politikern genannt. Das sollte man nicht mehr tun. Ich mag diese Lacher nicht mehr, die nur kommen, weil man Politikern komische Satisfaktionsfähigkeit zubilligt. Wenn der Satz Helmut Kohl macht Geschichte nicht genügt, erübrigt sich jegliches Entertainment. Nein, das kommt jetzt nicht, Freunde. Reihenfolge ist geändert. Auf, was auf das Stichwort kommt. Scheiße, du halt die Schnauze da draußen! Das ist mein Tourneeleiter, der regt sich immer auf, wenn ich das Programm umstelle. Man muss zurzeit alles umstellen, vor allen Dingen ich mich. Kabarett spielen in Deutschland, das bedeutet zurzeit Frontbetreuung. Kabarett in Österreich wäre dagegen ein Aktivurlaub. Ich erhebe das Glas auf alle idealistischen Politfunktionäre im ehemals ersten Arbeiter- und Bauernstaat auf deutschem Boden. Es waren die ersten Arbeiter und Bauern, die keine Arbeiter und Bauern mehr sein mussten, weil sie die Arbeiter und Bauern haben für sich arbeiten lassen. Das haben sie für klassenlose Gesellschaft gehalten. Die haben einen ganz neuen Typ des ewig Gestrigen geschaffen. Den ewig Morgigen. Und jetzt sollen sie über Nacht aus dem Land der unmöglichen Begrenztheiten ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten machen? Das ist schwierig. Die Wende geht in eine Pirouette über. Sie sind als Kreisel zu besichtigen. Keine Frage, Sie waren gut studiert, Genosse Schmitz. Sie hatten Marx und Lenin wirklich drauf. Sie waren bestens indoktriniert, Genosse Schmitz. Für Sie war die Partei das Um und Auf. Sie planten enorm viel nach Plan, Genosse Schmitz. Es sah auf dem Papier nach einzig aus. Dann standen Sie irgendwo an, Genosse Schmitz, und fanden irgendwie nicht mehr heraus. Sie dienten im Sinn der Partei ihrem Land. Sie wussten, sie mussten im Recht sein. Dann ging's über ihren Genossenverstand. Das soll auf einmal alles schlecht sein. Aus und vorbei, lieber Schmitz. Sie haben demokratisch gewählt. Ich frage nicht, welche Partei, lieber Schmitz. Sie haben gewählt und das zählt. Darf ich nur etwas raten, Schmitz? Die nächsten Demagogen warten schon. Verkehren Sie nur mit Demokraten, besser Schmitz, und sagen Sie's auch Ihrem Sohn. Verkehren Sie nur mit Demokraten, bester Schmitz, und sagen Sie's auch Ihrem Sohn. Keine Frage, Sie waren so erzogen, Genosse Schmitz, und lernten ihm zu, gewissenhaft. Man hat sie in einem betrogen, Genosse Schmitz. Die Welt ist eben keine Wissenschaft. Karl Marx ist zwar ethisch sehr stark, Genosse Schmitz, nur ökonomisch liegt er gänzlich schief. Das war theoretischer Quark, Genosse Schmitz. Sie machen alles richtig, nur nichts lief. Doch sie haben trotz aller Pannen geglaubt, die Phrasen von dieser Partei.
die sind ihnen schon aus den Ohren gestaucht. Sie hofften und dann war's vorbei. Prost, sie sollen leben, liebe Schmitz, Entsozi, Entstasifizier. Sie sollen sich mit Deutschland erheben, bester Schmitz, Vergangenheit wird annulliert. Darf ich nur etwas bitten, Schmitz? Die nächsten Heilsverkünder warten schon. Empfangen Sie sie gleich mit Tritten, bester Schmitz, und sagen Sie es auch Ihrem Sohn. Empfangen Sie sie gleich mit Tritten, bester Schmitz, und sagen Sie es auch Ihrem Sohn. Und wem verdanken wir das alles? Einem Mann, der seinem Volk ununterbrochen das Saufen verbieten möchte. Der sich aber selbst an Lenin hält. Denn Lenin hat gesagt, der Wodka bringt uns nicht vorwärts zum Kommunismus, sondern rückwärts zum Kapitalismus. Also trinkt er. Nicht der Lenin. Der... Sie wissen, wen ich meine. Gorbatschow, Starow, Gorbatschow, Starow, bleib gesund, trink und hoff sehr zu. Wodka ist es, der die Welt des Sowjetreichs zusammenhält. Gorbatschow, gut, Starow. Für das Reich der alten Zaren, die Väter Stalins waren, kam die Freiheit ziemlich plötzlich, da wird Mord naturgesetzlich. Frei die Völker, frei die Rassen, heißt auch Freiheit sich zu hassen. Frei die Kirchen, frei die Dome, heißt auch Freiheit für Pogrome. Zu halten sind, ob's Hindus oder Balten sind. Sauf dich an, Gorbatschow. Perestroika ließ erblühen alten Hass der Kolonien, Hindukusch, Aserbaidschaner, Kasachstaner und Iraner. Man kann Menschen nicht ersparen, sie sind Nazis und Barbaren. Wozu noch beklagen wollen, wenn sie sich erschlagen wollen? Trink und hoff, Präsident Gorbatschow.
Kleine, der Schädel brummt, dann denke immer daran, was der Diktator Gorki gesagt hat. Gegen Katzenjammer helfen keine Gewissensbisse, nur Branntwein. Du kannst das Mikrofon nicht wegnehmen, Chris. Kann ich weiter singen? Na, ich bin in Ordnung, ich kann die Vorstellung. Ich bin betrunken. Ich hab's gehört. Ich werde voraus, ich die Frage. Zuerst auf die Kapüne, gebt ihm einen Kaffee. Legt ihn auf die Couch hin. Legt ihn schön auf die Couch. Der gehört ausgeschossen. Jetzt hast du nicht auf die Bühne lassen. Nein, bleib erinnern. Bleib erinnern, Alter. Ich will dich entschuldigen, du bleibst einfach da jetzt erinnern. Du kannst jetzt nicht aussehen. Gibt's einen Mokka vielleicht? Vielleicht ist es später wieder, wird schon wieder gewähren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich muss Ihnen die bedauerliche Mitteilung machen, aufgrund einer plötzlichen Indisposition von Herrn Schneider muss die Vorstellung zumindest unterbrochen werden. Ich darf Ihnen in meiner Eigenschaft als Tourneeleiter und den Namen der Direktion versichern, auf Wunsch wird das Eintrittsgeld rückerstattet. Lieber ist es uns, wenn Sie spenden. Für die Stiftung Trinkerheilstätte für frustrierte Altkabarettisten, e.V. Der Schneider sagt immer, wenn die Politiker dieser Welt wirklich den Alkoholismus bekämpfen wollten, müssten sie geschlossen zurücktreten. Er trinkt ein bisschen viel in letzter Zeit. Ja, eigentlich, seitdem er das Programm drauf hat, das er Ihnen heute vorspielen wollte. Er sagt zu mir, ich halte das nicht mehr aus. Jede Woche eine neue politische Situation. Ich kann zur Not noch jede Woche ein paar neue Seiten schreiben, aber ich merke es mir nicht mehr. Ich bin doch keine satirische Nachrichtenagentur. Es ist wirklich erstaunlich, was dieses letzte Jahr der 80er Jahre noch so an Umwälzungen gebracht hat. Ich glaube, die 80er werden in die Geschichte eingehen als die Changing 80s. Der Gorbatschow hat eine Kettenreaktion ausgelöst. Eine nach der anderen wird abgestreift. Ob die Ungarn gewusst haben, dass in derselben Sekunde, wie sie den Stacheldraht zu Österreich durchschneiden, dass in derselben Sekunde die Berliner Mauer zu einer Bausünde degradieren, zu einem architektonischen Umweltskandal. Es ist irgendwie beruhigend. Einer lässt einen Furz in der richtigen Richtung und schon wird ein historischer Atem daraus. Ja, da gab es den, bitte immerhin, nicht? Gab den zweiten Prager Frühling dann, mitten im Winter, nachdem schon vorher der Warschauer Pakt die Niederwerfung des ersten Prager Frühlings verurteilt hatte. Diese Deutschen haben ein richtiges Pech mit ihren Einmärschen in der Tschechoslowakei. Nee, da gab es den Sache mit dem Ceausescu, Sie wissen, also der Erfinder des realen Sozialismus für eine Familie. Ja, muss man sagen, gemessen an dem Ceausescu hat es der Honecker noch ganz gut getroffen. Der hat noch ein bisschen was vom Ersparten. Ne? Aber die DDRler wollen ihn nicht mehr sehen. Nicht? Die sind so oft vor dem Honecker auf dem Bauch flach gelegen, dass sie sich jetzt genieren, wenn sie ihn treffen. Ne? Die DDR hat den Schneider viel gekostet. Nicht? Also seit dem November jedenfalls einen Liter täglich. Zusätzlich. Ne? Er hat ja zu der Zeit in Berlin gespielt. Ich war ja dabei. Nicht? Er war auf der Bühne, ich jeden Abend vor dem Fernseher, war DDR-Fernsehen. Spannend, ein Wahnsinn. Die eine Zensur war weg, die andere noch nicht da. Nun hat man dann gesehen, etwa wie diese Abgeordneten in der Volkskammer begonnen haben, das aufrechte Sitzen zu üben. Na, da sind die Verantwortlichen sind an das Rednerpult geschritten und haben begonnen, die Verantwortlichen zu suchen. Habe ich zum Schneider gesagt, das kann nicht funktionieren, das weiß ich aus Österreich. Verantwortliche, die sich selber suchen, finden sich. Verantwortliche, die sich selber suchen, finden sich in der Regel nicht. Nein, wenn der ganze Zeit diese Massenausreise herüber, ne, die Bundesrepublikaner waren ja schon verzweifelt. Die haben nicht wissen können, dass die Brüder und Schwestern das mit der Verwandtschaft so ernst meinen. Und wirklich kommen. Ne? Na, mittlerweile haben die da die DDR gewählt, nicht mal frei, demokratisch, muss man ehrlich sagen, mit dem Wahlergebnis haben sie sich für den Anschluss qualifiziert. Ja, man muss zur Kenntnis nehmen, auf einen Honecker folgt logischerweise immer ein Kohl. Rein intellektuell ist das so ein Umtausch. Kurs von 1 zu 1. Ne? Die naja, die haben jetzt eine Regierung mit dem definierten Auftrag, sich selbst abzuschaffen. Da könnten sich andere Regierungen ein Beispiel nehmen. Ne? Ne?
und in der Regierung ist immer noch, bitte. Die PDS ist immer noch drin mit 16%. Das ist für eine Konkursmasse ganz erstaunlich. Ne? Das ist überhaupt ganz eine geschickte Partei. Ne? Das ist ja schon vorher gelungen, am runden Tisch die Stirnseite einzunehmen. Ne? Unterschätzen darf man die nicht. Ne? Jetzt haben die ja Regierung, aber die haben ja noch viele Probleme da drüben, nicht? Weil die wandern ja nach wie vor aus. Man fragt sich, warum. Na, wahrscheinlich fürchten sie sich vor den Kurzstreckenraketen der NATO, weil die treffen ja im Ernstfall den Teil von Deutschland, Einig Vaterland, der nicht bei der NATO ist. Ne? Deswegen fliehen die herüber. Ne? Das ist, bitte, mir kommt das überhaupt unlogisch vor. Ne? Eine Vereinigung, hier NATO, hier Warschauer Pakt, ne? Das wird ja nicht Deutschland, Einig Vaterland, das wird ein siamesischer Zwilling. Ne? So irgendwie. Ne? Warum wollen die alle herüber? Man fragt sich ja schon langsam, wohin fliehen die Wessis? Naja, vielleicht wegen der Massenarbeitslosigkeit. Ne? Das Heer wird abgebaut, Stasi ist weg, nicht die eine Hälfte der DDR steht auf der Straße, die andere in den Akten. Gibt es nur eine radikale Lösung, man muss die ganze DDR verhaften. Ja, die reisen ja nicht nur aus, die gehen ja schon auf Urlaub. An die Adria, Alpen putzen. Bitte, was wird aus dieser DDR nach der Wiedervereinigung? Bitte, Sie müssen verstehen, dass ich bei dem Wort Wiedervereinigung ein wenig zusammenzucke. Ich bin Österreicher. Ja, es wird natürlich Wiedervereinigung. Wird die DDR so eine Art Goldgräberland für die Auswanderer aus dem Westen, eine Art Wilder Osten? Bitte, die ersten fliegenden Händler sind ja schon dort, nicht mit Angebot, nicht Fastfood, Kokain, Autobahnen, AIDS, alles zu Einführungspreisen. Ne? Wenn Sie die Besitzansprüche Ihrer Grundstücke, der Grundstück ihrer Väter und Vorväter drüben geltend machen. Nicht? Ich habe zum Beispiel einen Onkel mütterlicherseits zweiten Grades, dem würde demnach ein halbes Kernkraftwerk gehören. Bitte, werden die DDRler auf ihren Müllbergen ein Wirtschaftswunder zustande bringen, das in die Lage versetzt, in 10 Jahren im Entwicklungsland Bayern zu investieren? Alles denkbar. Bitte, es ist doch alles so rasch gegangen. Überlegen Sie sich, vor einem halben Jahr war der Schneider drüben noch ein Klassenfeind. Jetzt ist er womöglich ein Linker. Das ist unglaublich, ne? Ne? Deswegen, ne? Deswegen trinkt er natürlich auch so viel. Ne? Ne, weil es auch diese vielen unbeantwortbaren Fragen gibt. Nicht? Werden die Republiken jetzt den Gorbatschow verlassen, nur weil ihnen erlaubt hat, darüber nachzudenken? Warum? Wer wird dem Bush erklären können, worum es jetzt geht? Und wer wird den Kohl daran hindern? Bitte, der Kohl möchte jetzt unbedingt in die Geschichte eingehen, aber glauben Sie mir, eine Geschichte, in die der eingehen kann, die gibt es nicht. Ne? Ja, diese historischen Auftritte, wenn ich jetzt im Fernsehen sehe, nicht? Wenn der Herr Weizsäcker zu einer Kranzniederlegung schreitet, dann denke ich mir, der Herr Weizsäcker legt einen Kranz nieder. Nicht? Wenn der Herr Kohl zu einer Kranzniederlegung schreitet, denke ich mir, ich muss das Grab schützen. Ja, der Gorbatschow ist ja auch nicht in Ordnung. Ne? Nehmen Sie die Sache mit dem Alkohol. Ne? Der will sein Volk dauernd Saufen verbieten. Bitte, die ganze gebildete Welt weiß, dass die Österreicher ihren Staatsvertrag, ihre Neutralität der Tatsache verdanken, dass sie bei den entscheidenden Verhandlungen die Sowjets unter den Tisch gesoffen haben. Es ist historisch nicht ganz richtig, aber ideologisch stimmt's. Ideologisch stimmt's. Deshalb sind ja die Deutschen auf die Österreicher so eifersüchtig. Die können sich das nicht vorstellen, dass der Kohl den Gorbatschow unter den Tisch säuft. Kuchen essen vielleicht. Kuchen essen. Ja, deswegen trinkt er nur viel. Naja, weil er trinkt, weil er sich so vor dem Anschluss fürchtet. Nicht von der DDR, das ist ihm wurscht. Österreich steht vor dem Anschluss, diesmal in die EG. Diesmal wollen wir nicht heim ins Reich, sondern heim zu den Reichen. Ja, wir haben ja jahrelang vorgearbeitet, wir haben alle unsere Hochschulabsolventen nach Deutschland geschickt, damit sie den Deutschen das Know-how beibringen, das in die Lage versetzt, alle österreichischen Firmen aufzukaufen. Das nennt man Entwicklungshilfe. Ne? Naja, wenn dann Österreich bei der Europäischen Gemeinschaft ist, dann muss die deutsche Wirtschaft nicht mehr bestreiten, dass ja Österreich ohnehin schon lang gehört. Die Deutschen hätten dann im EG-Ministerrat einen zweiten Sitz und eine zweite Stimme. Und Österreich eine nette kleine Erinnerung an das Großdeutsche Reich. Einen Agrariernachweis. Wir müssen dann natürlich dafür sorgen, nicht, dass wir die EG-Normen für Umweltzerstörung einhalten. Das schaffen wir. Und wenn dann die verdreifachten europäischen LKW das Land niederwalzen und niederstinken, dann brauchen wir uns nicht aufzuregen, weil das sind ja dann keine fremden LKW, sondern gemeinsame. Einer stinkt für den anderen, da gibt es keinen Murren. Da gibt es dann endgültig das
das uneingeschränkte Nachtfahrverbot für die Verkehrspolizei. Und als Belohnung kriegen dann die österreichischen Giftmüllproduzenten einen direkten Zugang zum Meer. Weil wir Österreicher haben ja zu Robben und zu Schollen nicht annähernd so ein Nahverhältnis wie zu Dackeln und Goldfischen. Und unser Grundwasser ist ja mittlerweile schon ein homöopathischer Mordversuch. Das mit der Neutralität wird schwierig, das mit der Neutralität. Aber das kann die EG den Österreichern nicht garantieren, dass die nicht an unserer Neutralität kratzen. Ich kann doch nicht für eine Fußballmannschaft einen Spieler engagieren und ihm sagen, pass auf, du darfst bis zum Strafraum dribbeln, aber nie aufs Tor schießen. Da schießen im Ernstfall die Deutschen wieder für beide, ne? Haben wir ja schon mal gehabt, haben wir schon mal. Vielleicht haben wir ein Glück und sie nehmen uns nicht. Ja bitte, in ein paar Jahren ist vielleicht diese europäische Gemeinschaft der natürliche Todfeind des wirklichen vereinten Europa. Die Bananen-NATO. Davor fürchtet er sich. Deswegen trinkt er so viel. Ne? Also ehrlich gestanden, er trinkt ja eigentlich seitdem er Kabarett spielt. Ne? Ich war ja dabei die ganzen 16 Jahre. Ich bin immer hinten gestanden, nicht für alles verantwortlich, nicht Licht, Kostüm. Nicht? Nach wenigen Tagen habe ich alle Texte auswendig gekonnt. Ich hätte jederzeit einspringen können. Aber der wird ja nie krank. Der singt ja so gern. Die Rampengeilheit ist der natürliche Feind der Pharmaindustrie. Aber wenn wir gerade vom Singen reden, vielleicht ist noch irgendeiner von der Tanzkapelle. Ist noch einer von den musikalischen Kollegen irgendwo? Ist noch irgendeiner da? Pass auf, ist ruhig runter. Die Herrschaften sind nicht gegangen. Jetzt bin ich mit ihnen ins Gespräch gekommen. Nicht? Was soll ich machen? Jetzt müssen wir, setz dich hin, irgendein paar alte Titel vom Schneider bist du noch keine. Na gut, du kannst mich nicht hängen. Setz dich hin, irgendein paar alte Lieder vom Schneider bist du noch keine. Ich habe zum Schneider immer gesagt, hör auf mit diesen Wegwerfchansons, mit diesen Einwegtexten. Man muss Pfandlieder schreiben. Habe ich gesagt, fürs Eintrittsgeld hören es die Leute immer wieder. Natürlich muss man die Texte ein bisschen aktualisieren, das ist klar. Er hat ja bevorzugt immer sogenannte Absagelieder geschrieben, so nach dem Motto, Sie werden schon sehen, was Sie davon haben, wenn ich mit Ihnen nichts mehr rede. Gab es zum Beispiel, gab es das Lied von Profit, das Profitlied, müsstest du noch kennen. Solange der Profit unser einziger Gott ist, erübrigt sich jedes Gespräch. Solange der Profit nur der Weg zum Bankrott ist, erübrigt sich jedes Gespräch. Da geht es nicht um fachlich, da geht es nicht um sachlich, da geht es nur mehr um Religion. Und solange der Profit unser einziger Gott ist, erübrigt sich die Diskussion. Und heute machen sie den größten Gewinn mit Kokain, mit Heroin. Ne? Um das Thema mal ein bisschen anzusprechen. Ne? Woher kommt immer der Drogentod? Was tun wir gegen den Drogentod? Fragt jeder Politiker. Woher kommt immer das Angebot? Ja, woher kommt immer das Angebot? Fragt jeder Politiker. Die können sich alles Gejammere ersparen, die Antworten sind doch ein Blinder. Betäubungen gelten als sicherste Waren und das beste Kunden. Die Kinder. Ja, solange der Profit unser einziger Gott ist, gibt's an jedem Eck Heroin. Solange die Weltwirtschaft nichts als ein Gangsterkomplott ist, hat das ganze Gejammer keinen Sinn. Es ist alles verlogen, sie werden erzogen, die Kinder, zum Drogengenuss. Und solange der Profit unser einziger Gott ist, verkaufen wir den goldenen Schuss. Sie sehen, was in der Ernährung geschieht, mit dem Steroid, mit dem Pestizid. Haben Sie heute Abend schon zu Abend gegessen, vielleicht ein kleines Filetsteak? Was tun wir gegen die Rindermast? Was tun wir gegen die Rindermast? Fragt der Verbraucherschutz. Das Gift im Fleisch sieht doch ein Blinder fast. Das Gift im Fleisch sieht doch ein Blinder fast, sagt der Verbraucherschutz. Es ist für den Bürger doch wirklich am besten, auf jeden Skandal zu vergessen, womit die auch immer die Fleischberge messen. Was denn wollen sie heute noch fressen? Vielleicht heute Abend noch einen schönen Lachs, das schwimmende Hormon kalt? Solange der Profit unser einziger Gott ist, verkaufen wir Gift, Gas, Chemie. Solange die Kontrolle nur Hohn und der Spott ist, verkaufen wir Atomindustrie. Ein ganz nettes Zubrot, das wäre auch ein U-Brot und eine nette Raketenfabrik. Solange der Profit unser einziger Gott ist, verkaufen wir dem Henker den Strick. Könnte man noch stundenlang Zusatzstrophen singen, stundenlang. Ja. Über die Nazis hat er immer Füchsungen in der Schneider, über die Nazis, vor allem auch über die Verniedlichung der Nazis durch das Showbusiness, weil das Showbusiness hat sich mit den Nazis immer so kritisch garniert, so kritisch parfümiert, so nach dem Motto, Nazis sind so schick in Revuen, sind so herrlich nostalgisch, die Golden 40s mit KZ-Appeal und Hitler,
lässt die Wangen erglühen. Selbstverständlich sehr kritisch. Das war der Text. Doch ich sag, heute braucht man keine Revue. Heute existieren sie aus dem Blut- und Bodensatz. Kommt die schönste Ausländerhatz. Asylanten sind ein Schand für ein einig Vaterland. Packt's euch, schlagt's euch, macht's euch dünn, weil sonst spielen wir andere Revue. Im Moment sind ja manche Menschen richtig erleichtert, was mit dem Rexberg abgeht. Das ist kurzsichtig, bitte. Denn Nazis werden erst an der Reihe sein, wenn die Einheit von Deutschland, wenn dieser Höhenrausch nicht rasch passiert, dann wird es ähnlich wie mit Versailles sein. Nur das feindliche Ausland ist schuld und sabotiert. Denn Amis sagen, die DDR gehört zur NATO, aber der Sowjet sagt auf keinen Fall Einheit. Ja, aber eher neutral. Wenn dann gar nichts weitergeht und der Aufschwung stille steht, dann sind Nazis wieder in. Und dann blühen uns andere Revuen. Los schon. Bitte, bitte, ich muss Ihnen sagen, sein schönstes Lied hat sich ja auch mit den Nazis befasst. Ja, schönstes Lied, da muss man aufpassen. Ist eine Melodie scheußlich, ist die Nummer nie ein Erfolg, ist eine Melodie schön, begreift keiner den Text. Nicht? Aber es war sein schönstes Lied. Du weißt, was ich meine, nicht? Du weißt, was ich meine. Nicht? Schlafen Sie gut, genau. Schlafen Sie gut, Herr Tucholsky. Ihr Selbstmord war nicht übereilt. Ja, ich habe mich erkundigt, dieser Tucholsky war ein Schriftsteller, der sich umgebracht hat. Ich habe auch ein bisschen nachgelesen. Ich habe einen Satz gefunden bei dem Tucholsky zur deutschen Wiedervereinigung, den kennt nicht einmal der Schneider. Der hat geschrieben, nie geraten die Deutschen so außer sich, wie wenn sie zu sich kommen wollen. Ganz ein guter Satz, muss ich mal sagen. Naja, also, wenn ich auf dieses Lied über den Herrn Tucholsky einen neuen Text machen würde, da wäre der Schneider dann echt sauer, weil das wäre für ihn ein Sakrileg. Das ist mir wurscht. Ich würde jetzt sagen, was sagen Sie jetzt, Herr Tucholsky? Es wäre Zeit, sich nur zu freuen. Es öffnen sich Grenzen, doch schon gibt's Tendenzen, die machen Angst, man könnte was bereuen. Was sagen denn Sie, Herr Tucholsky? Die Rechte setzt auf DDR. Der Rückstoß von drüben hilft denen herüben, womöglich noch zu wirklicher Karriere. Der Kohl, der eiert seine Eier. Es geht um Stimmen von dem rechten Rand. Da übertritt man manche rechte Grenze und lehnt dann selber an der rechten Wand. Die deutsche Frage ist schon wieder offen. Wen kümmert schon die Angst von diesen Polen? Schreien Deutsche morgen national besoffen. Wir wollen uns unser Schlesien wiederholen. Haben Sie einen Tipp, Herr Tucholsky? Sie fühlen sich von mir gestört. Ich weiß schon, ich bin jetzt sehr kindisch. Ich spinne jetzt. Ich habe dieses Lied nur ein paar hundert Mal gehört und jetzt gehe ich den Schneider suchen, hoffentlich ist er nicht wieder in der Kantine. Geht schon wieder. Die
C-Dur war immer einer meiner größten Erfolge. Bitte lass mich nicht stören. Es ist alles noch Pause. Die Kollegen suchen mich noch in den umliegenden Wirtshäusern. Was ich da hier zu mache, das gehört nicht zum Programm eigentlich, oder irgendwie doch. Das kennt man schon von mir. Seh ich, wo ein Klavier total egal, wo's steht. Ich greife irgendwann hinein, die Zeit vergeht. So leicht illuminiert wird dann improvisiert, denn Reden ist so blöd. Beim Klimpern fühlt man sich beschützt, die Zeit vergeht. 10 blinde Finger, meistens C und G. Nur alte Standards, möglichst wenig B. Doch eine Antwort auf die Frage, wie ich Nächte überstehe. Saufen bringt nicht viel, doch eine Flucht mit Stil scheint mir die Klimperei. Der Kenner ahnt jetzt schon den Reim, as time goes. Ja, die Zeit vergeht. Am besten eigentlich, wenn ich arbeite. Wenn ich arbeite, da kann ich nicht auf dumme Gedanken kommen. Da habe ich sie schon. Nein, ich meine das so. Ich trinke nie während der Arbeit, nie während, nie davor, immer nur danach. Ich bin ein ausgesprochener Belohnungstrinker. Mit dem Lesen wird es ein bisschen schwierig in letzter Zeit, mit der Auswahl der Lektüre. Seitdem sich die Buchmacher nicht mehr auf Pferderennen beschränken. Und wenn man ein paar Mal in seinem Leben auf der Frankfurter Buchmesse war, verliert man irgendwie den Mut zur Auswahl. Kommst du ein bisschen mitspielen mit mir? Mach das bitte, das ist nett. Ich sitze mal stundenlang untätig in meiner Bibliothek und denke mir, die Bücher haben Rücken, ich kann sie streifen, ziehen und mich dann wieder drücken. Sie bleiben ja noch stehen. Wer heute das Genie war, ist morgen Exemplar, belegend, dass es nie war. So geht das Jahr für Jahr. Die Bände neben Bänden, das ist genug Bericht. Man kann ja was verwenden, nur lesen muss man nicht. Und Jacques Prévert ist aus dem Rennen, der Juppie trägt. Ach, was weiß ich. Ob die Prévert denn heute noch kennen, die Dame dort, die sicherlich. Und Yves Montand ist längst eingestandener Rechter, doch es sang keiner so wie ich. Es lief vom leisen Fallen toter Blätter, Stauch, paar Herbststürme her. Kritiken lese ich gern. Kritiken. Besonders gern gute. Gute Kritiken schaden weniger als schlechte. Ich habe mit Kritikern eigentlich nur gelegen, die zwei ganz kleine Probleme bei den Begriffen scharf und aktuell. Also sind sie aktuell. Kürzlich hat einer zu mir gesagt, sie reden ja immer noch über Tschernobyl. Habe ich gesagt, die Sowjets haben eben erst damit begonnen. Wissen Sie, wir Satiriker, kommen Sie ein bisschen mitspielen. Sehr nett, ja. Wissen Sie, wir Satiriker müssen mit unseren Themen so umgehen wie die Katholiken mit dem Sündenfall. Wir müssen hartnäckig bleiben. Dann sind sie scharf, scharf. Manche Menschen schmecken eben eine Messerspitze von Cayennepfeffer, die anderen brauchen wiederum 6 Chilischoten. Die Kritiker, natürlich denen man diese 6 Chilischoten auch noch als Christier verabreichen müsste, die kann man natürlich vernachlässigen. Grins, wenn sie dir erklären, grins, wer sie selbst gern wären, denn Argumente entbehren jeden Sinn. Nein, nein, grins, wenn sie Härte fordern und Weltanschauung ordern. Sag ihnen einfach, schauen sie her, ich bin's und grins. Dass es mit der Auswahl der Lektüre immer schwieriger wird, daran ist natürlich doch die Informationsflut schuld, die Informationsexplosion. Mein liebstes Beispiel ist die Schachliteratur. Als ich ein kleiner Junge war, besaß ich ein Buch Eröffnungen und Endspiele. Das genügte mir eines Tages nicht mehr und ich kaufte mir je ein Buch Eröffnungen, Strategie des Mittelspiels und Endspiele. Diesen Bestand habe ich im Laufe der Jahre immer wieder erneuert, bis mir das eines Tages finanziell nicht mehr möglich war, da mittlerweile über jede einzelne Eröffnung der einst im Buch Eröffnungen beschriebenen Eröffnungen 12-bändige Werke in 16 Fachverlagen vorlagen. Als man mir dann auf der letzten Schachbuchmesse ein ganz neues Werk über den 6. Zug in der spanischen Partie angeboten hat,
beschloss ich mich endgültig auf das Mensch ärgere dich nicht zurückzuentwickeln. Das ist eigentlich meine Lieblingsbeschäftigung, Urlaub machen. Wohlgemerkt Urlaub machen, nicht reisen. Stimmt ja nicht, dass Reisen bildet. Reisen verwirrt. Das Einzige, was bildet, ist Leben. Und Leben kann man auch zu Hause. Und bitte, wenn schon reisen, dann allein, nicht zu zweit. Denn allein reisen heißt Erfahrungen machen. Zu zweit reisen heißt Erfahrungen transportieren. Jetzt können Sie natürlich fragen, Sie nicken so wohlwollend. Sie können sich fragen, warum ein Mensch, der so ungern reist, ganz gerne auf Tournee geht. Ja, wegen der Menschen, die man nach der Vorstellung trifft. Ich gehe nach der Vorstellung sehr gerne in ein Lokal, bevorzugt in eines, wo ein Klavier steht. Möglichst schlecht gestimmt, da hört man die vielen falschen Töne nicht zu. Ja, Sie haben sicherlich schon bemerkt, ich kann nicht wirklich Klavier spielen, aber überlegen Sie, was Sie in dem Beruf alles machen, was Sie nicht können. Ich habe in diesem Lokal manchmal ein kleines Problem, wenn ich da so reinkomme und einer sagt, finde ich dufte Waren, dass du bei uns vorbeischaust. Denke ich mir immer, wann hätte ich den jungen Mann schon einmal wo gesehen und was hätte mich veranlassen sollen, mit ihm per Du zu werden? Wenn der aber sagt, sehr freundlicher Schneider, Sie auch zu uns kommen, denke ich mir, bin ich schon so alt? So arriviert, gehöre ich nicht mehr dazu? Ich wäre eigentlich mit der Anrede, ein Bier, am besten bedient. Ich plädiere übrigens mit Nachdruck für die Beibehaltung des Unterschiedes zwischen dem Du und dem Sie. Zwei Gründe. Erstens, die Amerikaner kennen ihn nicht. Zweitens, die Genossen duzen sich aus Weltanschauung. Sagen Sie zu mir Du, denn ich sag wahrscheinlich zu dir Sie, denn nie kennt man sich aus. Sag ruhig zu mir Sie, denn ich sag trotzdem zu Ihnen Du, wozu halt ich mich raus? Alle haben ihren sicheren Ton, den Klickenjargon, pardon. Wenn ich jetzt frag, sag, wie war das Programm? Riefst du bravo, waren sie das Buch? Ich hör jetzt gern zu und such ein Wort so zwischen sie und du. Ich gehe natürlich nur in diese Lokale, wenn ich davon ausgehen kann, dass ich dort hemmungslos gelobt werde. Dass mir keiner diese Fragen stellt, wie sie die geballte Interviewerintelligenz dieses Sprachraums immer wieder stellt. Denn da bleibt nur die Flucht ins Tourneehotel. Ich verkrieg mich schnell, ich will den Abend überleben. Zwei Glas Beaujolais, ob ich Fernsehen sehe, egal, nur jetzt nicht Auskunft geben. Wollen Sie was bewirken? Was kann Kabarett erreichen? Fragen, die sich gleiten, das Hirn erweichen. Im Tourneehotel, überm Bettgestell, obgleich allein gebucht, obgleich so schwach besucht, kann ich in Ruhe einen heben. Was bleibt von dem Ganzen? Freunde, ich weiß nicht recht, das Älterwerden stellt Freundschaften vor große Probleme. Im Wesentlichen vor das Problem der Problemlosigkeit. Das ist für Freundschaften lebensgefährlich. Junge Freunde sagen einander, tu das, warum nicht das, ich an deiner Stelle würde. Alles, was man bespricht, hat Zukunft, hat Perspektive. Was wird das dir, was wird das mir, was wird das uns? Eines Tages ist dieser Dialog in der Zeitverschiebung angekommen. Warum hast du? Du hättest sollen, ich habe dir damals gesagt. Die Sachen sind gelaufen, die Ergebnisse endgültig, die Spurensuche macht gereizt. Wer jetzt die Freundschaft nicht riskieren möchte, der muss ganz rasch in den Weinkeller seine beste Flasche Wein holen und während des Entkorkens einen zusammenfassenden Satz sagen wie: Es war alles scheiße, aber ich kenne weit und breit nichts Besseres. Das spielst du wirklich lieber, du. Komm, jetzt spielst du. Ende der Pause, ich hab zu tun, es geht mir besser, how high the moon. Ich schuld den Gästen noch den Rest von meinem Entree, wenn die wohl eh mehr Kabarett als Kabarett. Und deshalb bitte ich Sie um Pardon.
für diesen Ausflug in Reflexion. Es war halt Pause und ich mag in so diesen Tune. Sei's Nostalgie, sei's Parodie, auch Aremon, bitte umbauen auf zweiten Teil, bitte Umbau, bitte. Das geht nicht, das geht nicht, das geht, das ist völlig aus. Er steht auf dem Plakat, ihr macht so ein Jazzkonzert, Freund. Das geht nicht, das ist jetzt noch Pause. Schleichzeitspitze, Herr Schacht, fertig, wir sind noch nicht fertig. Ich muss jetzt hier in Ruhe umbauen, nimm seinen Mocker mit. Nein, kein Titel mehr. Ich muss jetzt hier umbauen, er ist soweit, er kann dann weiterspielen. Zum letzten Mal baue ich um, ich habe gekündigt. Ich bin angefressen von dieser Rauschdiva. Was ich machen werde, das wird schwierig sein, wenn einem alle Voraussetzungen fehlen. Nach Österreich zurück? Auf keinen Fall. In ein Land, in dem die beschlossen haben, das Begräbnis der Kaiserin jährlich zu wiederholen. In ein Land, in dem die ernsthaft diskutieren, ob sie eine Nation sind. Nur weil dieser Herr Haider, dieser Karawankenpimpf, dieser Landeshauptbub, nur weil der gesagt hat, die österreichische Nation ist eine ideologische Missgeburt. Es gibt Leute, bei denen könnte man das Wort ideologisch jederzeit weglassen. Bitte, ich möchte ein für alle Mal feststellen, eine Nation ist für mich alles, was im Ernstfall eine Fußball-, eine Eishockey- oder von mir ist eine Preiskegel-Nationalmannschaft aufbieten kann. Denn von einer Volks- oder Staatsmannschaft habe ich noch nie etwas gehört, dass das gottverdammte Scheiße endlich einmal klar ist. Es ist ja alles furchtbar. Ich verstehe nur zu gut die jungen Menschen, dass die sich nicht mehr an der Politik beteiligen wollen. Ne? Ja gut, die haben auch so wahnsinnig viel mit sich selbst zu tun. Ne? Die können Osten nicht mehr von Westen unterscheiden, aber Big von Easy. Ne? Das geht. Kürzlich ist der Sohn von einem alten Freund zu mir gekommen und hat gesagt, du, was soll ich werden? Habe ich gesagt, Ostexperte, das liegt im Trend, Ostexperte. Er sagt, nein, Softie oder Macho. Das weiß ich nicht. Sage ich, wer Pascha? Sage ich, Pascha ist gut, aber Pascha ist natürlich eine reife Karriere. Dann wollte ich von mir wissen, was man werden muss, wenn man ein neuer Mann werden will. Der neue Mann ist jetzt in, hat er gelesen. Habe ich gesagt, habe ich auch gelesen. Die Statistik sagt aber, der neue Mann ist zwischen 28 und 42, da bist du noch zu jung. Habe ich gesagt, warum schließt du dich nicht dem neuen Trend an? Ne? Das Penner-Outfit, Schweißlook, nach Freiheit stinke. Ja bitte, was in meinem Alter schon ein Stadtstreicher wäre, geht bei den Jungen noch als einsamer Wolf durch. Hat der gesagt, die gefallen ihm nicht, weil dem noch keinen Namen. Habe ich gesagt, wird sich schon finden, Schmutzis oder Pfuis, ne? Bitte, die Gruftis gibt es ja auch. Gruftis, hat er gesagt, das gefällt ihm nicht, so 3 Stunden schminken für einen mittleren Friedhofsbesuch. Ne? Habe ich zu ihm gesagt, sag mal, warum bist du denn kein Punk geblieben? Sagt er, ich war nie Punk, ich war Psycho. Bitte, ich kann doch das alles nicht unterscheiden. Zu meiner Zeit gab es die Halbstarken, das war doch irgendwie übersichtlich. Ne? Später dann Tets und Rocker, das ist auch noch gegangen. Ne? Aber heute, ne? Aber Freaks, Fregels, Prolos, Poppa, Etzis, Exis, Kings, Heavy Metal, Scooter Boys, Hells Angels. Die breite Masse macht sich gar keine Vorstellung, was diese jungen Menschen für Auswahlprobleme haben. Macht man sich das ganz schön. Bitte, und kaum ist was in, ist es schon wieder out. Nicht? Jetzt ist der Juppie wieder out. Nicht? Der Hobby ist in, der Hobby. Nein, ernsthaft, der Hobby. Verschiedene Lebensstile auf einmal, also zwischen Würstchenbude und Dreisternfraß. Der Hobby. Nicht? Da gibt es die Dings, ernsthaft. Nicht? Double Income, No Kids, Dings, die Dings. Dings, ja. Dann, das Allerschärfte sind die Ultras. Da habe ich nachgelesen, was den Ultra auszeichnet. Also extreme Bedürfnisbefriedigung. Maximale Konsumansprüche denken in Superlativen. Mein Gott, wenn man bedenkt, wie primitiv wir damals waren. Wir wollten nur reich und glücklich werden. Ja, dann gab's. Bitte. Wollte meinen jungen Freund aber nicht ungetröstet ziehen lassen. Ich habe zu ihm gesagt, du pass auf, also der Latin Lava ist jetzt out, der Latin Lava, jetzt kommen die großen, schlanken Blonden. Der Nordi, wird wahrscheinlich heißen, der Nordi. Ne? Dann kannst du doch 10 Jahre bei der Mutti bleiben, sag ich, es ist auch immer noch in, die Infantis sind immer noch in. Ne?
Aber am besten ist, du wartest 30 Jahre, dann hast du es automatisch geschafft, dann bist du ein Oldie. Habe ich Ihnen schon gesagt, dass ich gekündigt habe? Hab ich schon, ne? Bitte, wird wieder ein Arbeitsplatz frei, den keiner nimmt. Ne? Weil er völlig unsozial ist. Bitte, ein Tourneeleiter verbringt doch die meiste Zeit seines Lebens auf der Autobahn. Bitte, möchte es im Prinzip nichts gegen die Autobahn sagen. Die alten Nazis haben schon recht, wenn sie sagen, alles war nicht schlecht am Hitler. Immerhin hat er die Autobahnen gebaut, dass er sich aber hat auch so ablenken lassen. Nein, die Autobahnen haben ihre eminenten Vorzüge. Die Unfälle sind einfach viel angenehmer. Bitte, die Unfälle auf der Autobahn sind doch überwiegend Auffahrunfälle. Das heißt, der eine duscht dem anderen hinten hinein. Es entfallen diese bangen Sekunden, wie wenn einer frontal entgegenkommt. Es ist immer eine Überraschung. Irgendwie. Und wenn auf der Autobahn einer tot ist, dann weiß er ganz genau, es war unvermeidlich. Ne? Ja, bitte, weil es auf den Landstraßen einen Unfall gibt mit 10 Toten, sagen, stehen immer die Leute rundherum und sagen immer, auf der Autobahn wäre das nicht passiert. Auf der Autobahn weiß man sicher, da geht es nicht. Deshalb bin ja ich auch gegen das sogenannte Tempolimit. Ich bin ja dagegen. Der Schneider ist natürlich dafür. Der ist natürlich dafür. Ne? Ich sage immer, du bist unsozial. Die Leute wollen ja nicht schneller wohin. Die wollen schneller wo weg? Von zu Hause oder vom Arbeitsplatz. Jetzt sage ich, jetzt musst du nur das Zuhause und den Arbeitsplatz dieser Menschen anschauen. Dann hörst auf, mit dieser Beschimpfung der Autobahn ist ja schon unerträglich, immer diese Polemik hier. Emissionen. Bitte, was macht denn die Natur mit der Autobahn? Nebel, Eis, Schnee. Kann man nur sagen, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Naja. Okay. Natürlich die Frage bleibt, nicht, was für einen Beruf könnte ich ergreifen, wo man keine Voraussetzungen braucht. Nicht? Also, mein Gott, Naturheiler, nicht? Heilpraktiker, nicht? Giftmüllspediteur müsste gehen. Nicht? Was gibt es noch? Liftunternehmer. Nicht? Am besten wäre Gourmetkritiker. Gourmetkritiker, nicht Lokalbester. Nicht? Brauchen Sie keinerlei Voraussetzungen, essen tue ich gern. Und das bisschen Sterndal zeichnen, was da verlangt wird. Nicht? Und bitte, der Trend geht in meine Richtung. Das hört sich jetzt bald auf mit diesen Portionen, wo man verstehen kann, dass sie roh auf den Tisch kommen. Weil sich Kochen nicht rentiert. Das hört sich jetzt bald auf mit dieser Speisekartenpoesie. Krabben-Tiroler Art. Na, sowas steht in den Theaterkritiken jeden Tag, aber das merkt es keiner. Nein, denn glauben Sie mir, der Trend geht in meine Richtung. Lokale, in denen nicht so gepfeffert wird, dass Ihnen die Zunge herausfällt, sind in ein paar Jahren out. Nicht? Wer ist denn noch so einen, wo der Löffel in die Speckbohne nicht steht zum Beispiel, auch Sinn out? Wer ist denn noch so einen ernährten Saufraß mit Trüffel, Gänseleber und Kaviar, wenn er sich eingebrannte Saurüben leisten kann? Und wenn Sie dann in so einem Lokal sitzen und am Nebentisch ist einer mit allen Vieren und schmatzt, das ist der Tester. In dem Milieu könnte ich mich wunderbar bewegen. Theater weniger. Ich habe ein Angebot, das sind speziell, ich habe ein Angebot für einen alten Bekannten beim Theater, der Schauspieler, der erzählt mir, die erwägen an seinem Theater ernsthaft in der nächsten Saison mehrfach die Regiesitzungen öffentlich aufzuführen. Und in der Pause kommt dann ein Hospitant der Theaterwissenschaft und verliest die Probenprotokolle. Das weiß ich jetzt nicht, damit ich das so imponieren kann, damit ich das so reizen kann. Bitte, ich könnte ja selber Kabarett spielen, das haben wir schon ein paar gesagt. Rechtes Kabarett, sagen Sie, das ist eine Marktlücke, rechtes Kabarett. Was meinen die mit rechtes Kabarett? Ne? Mainzer Karneval, ne? Mainzer Karneval. Naja, diese Kabarett, politisch, mir fehlt der Überblick. Ne? Ich kann einzelne politische Figuren kann ich miteinander vergleichen. Sagen wir, den tschechischen Präsidenten und den österreichischen Präsidenten, die kann ich miteinander vergleichen. Ne? Ja, der tschechische Präsident hat Dramen gedichtet, der österreichische Memoir. Der tschechische Präsident hat immer seine Pflicht getan, wie andere auch. Der Österreicher hat immer seine Pflicht getan, wie andere auch. Und das ist eben der Unterschied. Der tschechische Präsident ist es öfter gesessen, der Österreichische stellte immer seinen Mann. Ne? Der tschechische Präsident wurde immer wieder verhört, vom Österreichischen wollte sehr bald keiner mehr was wissen. Der tschechische Präsident war früher nie im Ausland, jetzt reist er. Der Österreichische war früher viel im Ausland. Wenn der tschechische Präsident eine Ehrenkompanie abschreitet, dann geniert er sich immer ein bisschen. Wenn der Österreichische eine Ehrenkompanie abschreitet, geniert sich mehr die Ehrenkompanie. Der tschechische Präsident möchte nur kurz im Amt bleiben. Naja, könnte natürlich auch.
könnte natürlich auch den deutschen Präsidenten mit dem österreichischen vergleichen. Ne? Der deutsche Präsident ist ein Konservativer und genießt das Ansehen der Linken, der österreichische ist gar nichts und genießt es. Das reicht nicht für politisches Kabarett, das reicht nicht, nicht hinten und nicht vorne. Bitte, bleibe lieber Tourneeleiter. Ne? Da muss ich auch am Sonntag arbeiten, das sichert die Arbeitsplätze. Ne? Apropos die Arbeitsplätze, meine Verherrschaften, Kollegen, wenn ihr eure Arbeitsplätze gesichert wissen wollt, steigt langsam eins zum zweiten Teil, jetzt endlich einmal, was weitergeht. Jetzt, ich glaube, jetzt müsst ihr wieder fit. Bitte, Tourneeleiter, es ist schon gut, dass ich beim Schneider gekündigt habe. Es ist schon gut, weil der plant jetzt für den Mai eine Tournee durch die DDR. Diese Straßen. Andererseits, man sollte sich das Land vielleicht noch einmal anschauen, bevor es unter den Autobahnen verschwindet. Räusche produzieren, schniefen, spritzen, vor dem Tacho sitzen, Bilanzen lesen, Dämpfe inhalieren, reden, Phrasen, Sümpfe werfen, blasen, dabei verwesen. Nichts von Vernunft erhofft, nein, besoffen sein, man sollte es all mit Trichtern eintrichtern, seid wieder nüchtern. In die Glotze stieren, Bilder fressen, deren Sinn vergessen, ganz einfach high sein, neue Trends kreieren, Stile, Moden, Hirn trägt heuer Luden, total dabei sein. Bereits vor lauter offen sein, besoffen sein, vor Künstlern und Gurus und anderen Gelichtern, seid wieder nüchtern. Lau das ganze Land, jodeln, johlen, wohlfalle Parolen, unwiderlegbar und der Widerstand, Narren, Sektierer, ewige Verlierer, nur stets erregbar. Man kann auch vom Betroffen sein, besoffen sein, sie sind, man sieht es an ihren Gesichtern, schon wieder nüchtern. Menschen brauchen ihre Räusche, damit die Autofahrer nicht unterprivilegiert sind, haben sie den Geschwindigkeitsrausch. Was empfindet so ein Yuppie mit dem Aufkleber Tempo 200 genügt? Das, was der BMW-Slogan so treffend ausdrückt. Freude am Fahren. Ha, Freude am Fahren. Und die deutschen Autos, die rasen wieder. Ha, Freude am Fahren. Und sie mähen sich samt Passanten nieder. Wo man hinkommt, ein Menschenknäuel, wo man hinfährt, Todesstau. Wo man hinsieht, zerbeute Gräuel und sei's abends im TV. Hab Freude am Fahren. Oh, wie geil, dass es diese Suchtgefahr gibt. Hab Freude am Fahren. Weil es beim Temporausch keine Fluchtgefahr gibt. Unser Auto fährt auch ohne Wald und der Wald macht uns nicht frei. Und das Thema Wald ist doch müßig, bald ein Crash und es ist vorbei. Man weiß schlechterdings, die Geschwindigkeiten sind irr geworden, doch kaum bleibt er links, will man ihn ermorden. Die Verhaltensforscher beobachten auf der Autobahn den Kampf ums Revier, den Urinstinkt der Neandertaler. Aus diesem Grund kann es in Deutschland nie zu einem Tempolimit kommen. In Italien hat Tempo 110 von Januar bis September des letzten Jahres 750 Tote und 11.000 Verletzte weniger gebracht. Deshalb gibt es jetzt wieder Tempo 130. Aber auch das wäre in Deutschland nicht durchsetzbar, denn hier gibt es den ADAC und der steckt im Auspuff der Industrie und beschleunigt. Die Geschwindigkeitsbegrenzung in der DDR war Naturgesetz, aber die soll ja jetzt fallen gelassen werden. Die Trabis werden der Endlösung zugeführt. Dass da Menschen drin sind, spielt keine Rolle. Die sollen arbeiten und nicht Auto fahren. Ah, Freude am Fahren. Drum im Vorderfuß dieses leichte Beug. Ah, Freude am Fahren. Und so werden wir es allen anderen zeigen. Und wir lassen die Werbung werden. Tempo bringt mehr Sicherheit.
das bewirkt das perfekte Stern. Denn jetzt geht man doppelt so weit. Wir sind seit Geburt nicht gewillt, den Speed zu limitieren. So hilft doch der Gurt, mehr sich zu strangulieren. Hab Freude am Fahren und die deutschen Autos grasen wieder. Hab Freude am Aber auch der Flugverkehr ist mittlerweile zu einer einzigen Non-Stop-Kunstflugvorführung geworden. Es bedarf weder technischen Versagens noch terroristischen Gelingens. Der Flugverkehr ist ein Verkehrsunfall an und für sich. Es müssen gar nicht die Maschinen abstürzen, es genügt der Dreck, den sie machen oder bringen. Denn der Höhenrausch beflügelt alle geistigen Tiefflieger. Das Management ist immer und überall zu rasch dort, bei verkürzter Denkzeit. Von Zeit zu Zeit ist es unvermeidlich, früh morgens nach Dingstad zu fliegen. Du denkst noch an gestern, der Abend war leidlich, könnte ich noch nen Fenstersitz kriegen. Im Warteraum lässt man die Blicke schweifen, man sieht sie wieder, die edlen Gestalten, die nach diesem Lufthansa-Fresspaket greifen und Spiegelweltfahrts oder Bild entfalten. Pflegen Kontakte, erhöhen die Quoten und argumentieren. Schließen Kontrakte, nachdem Angebote den Deal zementieren. Geben Rabatte für gute Verträge, sie sprechen Idiome. Sie tragen Krawatte und sammeln Belege, sogar für Kondome. Lieber Gott, lass einfach nichts mehr fliegen. Nicht Streik, nicht Panne, einfach so. Es sind die Dinge nicht mehr hochzukriegen. Du änderst die Physik, ich wär so froh. Verfracht dieses Pack in Pferdewagen. Durchrüttle ihnen Hirn und auch den Steiß. Vielleicht wäre dann die Welt noch zu ertragen. Lass sie nicht fliehen, Herr, dir dafür Lob und Preis. Ja, führen die Herren mit Limousinen, dann hätten sie Staus zu verdauen. Ob sie drin erstickt, nicht vergönnt es ihnen, so darf sie auch in ihre Zukunft schauen. Ready for boarding, hindurch durch die Röhre, bald wird der Käpt'n sein Crew mich begrüßen. Ob ich ihm sag, dass ich mich nicht beschwere, wenn sie die Herren herunten sitzen ließen. Die geben Kredite und bringen Offerte und planen Kartelle. In jeder Petite, totaler Experte, gehüllt in Flanelle. Der trägt Polyester, obwohl er so dasteht, als ob alles cool ist. Und dort ein Gestresster, der heute noch durchdreht, obwohl er so cool ist.
einfach nichts mehr fliegen. Nicht Dienst nach Vorschrift plötzlich. Stopp! Es bleiben alle Vögel einfach liegen. Die Schwerkraft ist zu schwer, der Flug ein Flop. Weiß diesem Management die Wanderpfade. Es koste jedes Meeting viel mehr Schweiß. Vielleicht wär's dann um diese Welt noch schade. Lass sie nicht fliegen, werf dir dafür Lob und Preis. Last Call! Aber wir verdanken dem Flugverkehr immerhin die permanente Anwesenheit von Sängern, Regisseuren, Mimen und Dirigenten in 15 Städten gleichzeitig. Nur so ist die angestrebte Einheitsexklusivität herstellbar. Denn das oberste Gebot der Hochkultur lautet ja, Provinz ist, was nichts von allem hat. Jedes Gemeinwesen ist verpflichtet, von Computermusik bis zum Passionsspiel alles anzubieten. Die Folge flächendeckende, unübersehbare Kunstmüllhallen. Die Kulturzentren werden zu Hallenbädern des Geistes, nicht mehr füllbar, nicht mehr beheizbar. Ich kenne noch zwei, drei Flecken, die man vielleicht vor der Kunst retten könnte. Dem Stall fehlt jede Vernissage, dem Teich das große Seeballett. Es grenzt schon an Kulturblamage, kein Mensch hier von der FAZ. Es gibt noch nicht einmal ein Center, auch kein Roundtable, Open House. Was macht der Bürgermeister? Penta, das ist Provinz, das lacht man aus. Kein Förderpreis, nichts wird verliehen. Im Nachwuchs fehlt es selbst an Zelten. Experten müssten weiterziehen, die müssten ihr Menü entgelten. Man darf nicht mal alternativ sein, man fragt sich ratlos, ja, wozu? Kein Out sein und kein Exklusiv sein, es ist nichts los, nichts stille Ruhe. Doch. In dem Kursaal sangen fette Provinzsolisten für die Alten. Zum Flügeltraum der Operetta. Man sagt, man hat sich unterhalten. Am Abendhimmel ziehen schwere Gewitterwolken über mir. Ganz sicher hat wo was Premiere, was mich von innen her erwärmt. Nicht hier. Und aus diesem Grund beende ich das Programm an dieser Stelle. Am Beginn war der Beginn. Die Gewissheit, dass ich muss. Jetzt, da ich ganz nüchtern bin, darf ich sagen, es ist Schluss. Die Texte waren so gemeint, ich hoffe, sie konnten sich empören. Doch als mein eigener bester Feind kann ich mich leider nicht mehr hören. Aufhören, nur nie zu spät aufhören, der Aufregung abschwören. Was bleibt, ist Konsum, das Aufsagen
dieses Tatsachen aufsagen und immer noch dicker auftragen, das wird irgendwann dumm. Damit möchte ich die beliebte Diskussion über Vergeblichkeit nicht wiederbeleben. Ich wünsche mir auch keinen noch so schmeichelhaften Widerspruch. Ich bitte eigentlich nur um Kenntnisnahme und um eine einigermaßen intelligente Nachrede. Was bleibt? Dreinreden. Von Zeit zu Zeit dreinreden. Vermeiden von Hirnschäden. In all dieser Farce. Und auslachen. Solange es geht, auslachen. Das Licht langsam ausmachen. Gestatten, das war's.